Jo Leute, was geht? Und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Und zwar Reaction heute auf was ganz Besonderes. Was passiert, wenn du dich mit dem Falschen anlegst? Ich bin ziemlich gespannt, was da unter anderem alles dabei ist. Auf dem Cover, auf dem Thumbnail war nämlich schon, diese Routen, also diese Garde von London, die ja die Queen so ein bisschen bewachen, die nicht ganz so der Service sind, aber die stehen ja doch überall in London herum, um die Paläste und so weiter, was mit diesen schwarzen langen Hut und so weiter. Ihr habt sie einfach nur gesehen. Ich bin ziemlich gespannt, Leute. Mich würde es interessieren, was das sonst noch alles so dabei ist. Ich kann mir das ein oder andere vorstellen, aber viel mehr auch nicht. Abonniert gerne den Channel, kostenlos, falls ihr neu seid. Vielen Dank für den kranken Support in letzter Zeit. Ich konnte mich nicht so übertrieben bedanken. Mir geht es ziemlich, immer noch nicht ganz okay, aber es geht schon langsam wieder. Es ist schon wieder auf dem Weg der Besserung. Noch kein Corona, so, keine Angst. Also. Abonniert gerne den Channel, wie gesagt. Lasst euch keinen Däumchen nach oben da. Schaut euch gerne auf TikTok vorbei, da kommen jeden Tag zwei Videos online. Und abonniert, wie gesagt, gerne den Channel. Schaut euch gerne auf Instagram vorbei und los geht's jetzt mal. Tja, dieser Tourist ich dachte zuerst, ist keine West, weil der ist auch manchmal so ein Witzbold. In diesem Video wollen wir euch okay, das kommt gar nicht. Okay. Wenn man sich mit dem Falschen anlegt. Es geht um unerwartete Attacken, Promis, die beleidigende Kommentare nicht Ariana Grande lassen und sogar Tiere, die sich mit ganzen Menschenmassen anlegen. Es wird also spektakulär, deshalb bleibt dran. Natürlich bleiben wir dran, wir gucken uns das Ganze zum Schluss an. Schreibt uns bei dieser Gelegenheit mal in die Kommentare, welche Momente wortwörtlich ungehorn. Okay, wortwörtlich. Fangen wir an mit einem Prank, bei dem sich die Pranker jedoch ganz klar das falsche Opfer ausgesucht haben. Okay. Und zwar wollten die YouTuber von FaxenTV, die vor allem in der Deutschrap-Szene gut vernetzt sind, ihrem Kumpel Majo einen Streich spielen. Dafür taten sie sich mit zwei anderen YouTubern zusammen, die Majo allerdings nicht kannte, die auf einem Parkplatz, wo Majo sein Auto abgestellt hatte, eine Runde Fußball spielen sollten. Dabei klebten sie insgeheim einen Sticker auf den Mercedes des Rappers, sodass das Auto zerkratzt aussah. Dann warteten sie, bis Majo... Ach, das kann nicht gut ausgehen. Als ob sie sein Auto beschädigt hätten. Sie hatten allerdings nicht damit gerechnet, dass der Rapper bei einer solchen Geschichte absolut keinen Spaß versteht. War doch eure Schuld, oder nicht? Wie das geht doch noch? Ey, dann war doch eure Schuld. Hä? War doch eure Schuld, oder nicht? Ey, chill, du Pisser, Mann. Zwar gingen die Jungs von FaxenTV... Okay. Aber das war mir irgendwie klar, dass das so ausgeht. ...schnell dazwischen und klärten die ganze Sache auf. Zu spät, oder? Der Schrecken saß bei den YouTubern aber augenscheinlich trotzdem ziemlich tief. Als nächstes kommen wir zu einem Moment, der zeigt, dass man sich in bestimmten gesellschaftlichen Positionen oft mehr herausnehmen kann als in anderen. Die Rede ist hierbei von dem amerikanischen Richter Dennis Reinaker, der im Sommer letzten Jahres von der Arbeit auf dem Weg nach Hause war. Auf dem Heimweg fuhr er dabei zu dicht auf ein Polizeiauto auf und belästigte die Polizisten, indem er unnötig in der Gegend rumhupte. Als die Polizisten ihn kurz darauf anhielten, stieg der Richter wütend aus und konnte nicht fassen, warum er rausgewunken wurde. Sir, go back into your car. I'll be with you in a second. You better check the registration on this plate soon, mister. Die Beamten riefen daraufhin auf dem Revier an und bemerkten, dass es sich bei dem Autofahrer um einen hohen Richter handelte. Aus Angst vor Konsequenzen ließen sie ihn... Okay. Das ist eine Schweinerei, wirklich. Also, nein, das ist... Man weiß natürlich nicht genau, wie jung die waren oder so und ob die vielleicht noch nicht genau wussten, aber das ist eine Schweinerei, wirklich, dass sie dann... Einfach nur vor Angst oder so weiterfahren lassen. Dann also das geht gar nicht. Obwohl er eigentlich die Verkehrsregeln missachtet hatte. Machen wir weiter Late mit einer Night. Auseinandersetzung, die deutlich macht, dass auch berühmte Showmaster wie Jimmy Kimmel in ihrer Show nicht alles sagen können, was sie wollen. Im Jahr 2014 spielte der Moderator in seiner Late-Night-Show ein Spiel, bei dem es darum ging, dem Gast beleidigende Kommentare aus dem Internet vorzulesen. Zu Gast war die Schauspielerin Sofia Vergara, die vor allem durch ihre Rolle als Gloria in Modern Family weltberühmt wurde. Nachdem sich die beiden gegenseitig eher lustige Kommentare vorlasen, wurde es Vergara bei einem Satz jedoch zu bunt und sie ließ Jimmy Kimmel ganz klar ihre Meinung wissen. Aber seht selbst. Sofia Vergara, has anyone checked for a penis?
Es kommt gar nicht so selten vor, dass Schüler regelrecht zu Opfern ihrer Lehrer werden. Sie werden benachteiligt, unterdrückt oder sogar beleidigt. Zu Recht fühlen sich die meisten dabei machtlos und wissen nicht, wie sie sich gegen die autoritären Lehrer wehren sollen. Diesen Sommer ging jedoch ein Video viral, okay, bei dem sich ein Schüler vorbildlich gegen einen Lehrer behauptete. Es geht dabei um den 18-jährigen norddeutschen Abiturienten Fiete Korn, der bei seiner Abschlussrede nicht wie gewohnt seinen Freunden und Lehrern dankte, sondern gnadenlos den Schulleiter anging. Dieser hatte ihn und andere Schüler nämlich über viele Jahre schlecht behandelt und unter anderem dafür gesorgt, dass nicht nur beliebte Lehrer gefeuert wurden, sondern auch zahlreiche Schüler sehr unzufrieden waren. Für Fiete Korn hatte diese Rede jedoch noch weitere Folgen, außer dass er über Nacht berühmt wurde. Sie verhalten sich einfach unangemessen manchen Schülern gegenüber und Herr Lewandowski hat es gesagt, ich habe... Herr Lewandowski? Haben die einen Lehrer, der wirklich Lewandowski heißt? Ehrlichkeit und auch Loyalität gegenüber diesen Schülern, die auch teilweise nur wegen ihnen gegangen sind. Und ich möchte heute Rückgrat beweisen und ihnen das ins Gesicht sagen. Ich danke Ihnen für die Lehrer, aber kein guter Lehrer ist länger als 4 Jahre in unserer Schule geblieben. So wurde er auf der einen Seite von seinem ehemaligen Rektor angezeigt und es wurde sogar kurzzeitig gegen ihn ermittelt. Ach du Heilige, aber das, die Eier muss man haben. Also wirklich, in einer Dankesrede ist den Lehrer so die Meinung, ist das nicht zu sagen, also, oder den Direktor so, gut ab. Auf der anderen Seite bot ihm aber auch Böhmermann, der bekannte Moderator Jan Böhmermann, ein Praktikum in seiner neuen Sendung an, da er von seinem Selbstbewusstsein sehr beeindruckt war. Wenn es darum geht, sich nicht mit dem Falschen anzulegen, geht es nicht nur um Menschen. In diesem Clip sieht man nämlich, dass es möglich sein kann, auch vermeintlich harmlose Tiere wie einen Ziegenbock zu provozieren. Nachdem der Bock die Frau angriff, wollte ihr ein Mann zur Hilfe eilen und gegen ihn kämpfen. Allerdings stachelte das den Ziegenbock nur noch weiter an und er ging immer öfter in den Angriff über. Am Ende schafft es der Bock tatsächlich, sein Gebiet zu verteidigen und schlug gleich mehrere Menschen in die Flucht. Wie ja, endlich. Kommen wir jetzt zu den Konsequenzen, die es gibt, wenn man einen Guard der Queen angeht. Guard. He can't do... Listen, he's doing his job. Don't be an idiot. He can't do nothing. Denn auch wenn diese Wächter auf den ersten Blick recht harmlos aussehen und sich nur im Notfall bewegen, sind sie in Wahrheit richtige Kampfmaschinen, die perfekt ausgebildet sind. Die Queen's Guards, die mit richtigem Namen Grenadier Guards heißen, haben übrigens eine lange Tradition und bewachen seit 1656 das britische Königshaus. Da sie somit eine der wichtigsten Familien der Welt beschützen, gehört ihre Ausbildung zu den härtesten Security-Ausbildungen Europas und man sollte sich besser nicht mit ihnen anlegen. Auf der Nummer 3 kommen wir zu einem Interview, in dem ein... Ja, aber nur weil ihn es provoziert hat, klatscht den er, ne? Das ist aber auch schon... Ja, okay. Doch, Kanye West kommt sogar, ne? Einer der größten Popstars unserer Zeit, ganz klar, und Ariana Grande, was nicht passt. Und zwar Ariana Grande. Die Sängerin war nämlich vor ein paar Jahren beim amerikanischen Radiosender Power 106 FM zu Gast, um ihr neues Album zu promoten. Anstatt jedoch über Musik zu sprechen, beschränkten sich die Moderatoren auf sehr simple und sehr oberflächliche Fragen. So fragten sie unter anderem, ob Grande lieber ohne ihr Make-up oder ohne ihr Smartphone leben würde. What the fuck? Außerdem konfrontierten sie die Sängerin mit naiven Vorurteilen und unterstellten ihr zum Beispiel, abhängig von ihrem Smartphone zu sein. Die Sängerin fand diese Art von Konversation jedoch überhaupt nicht angebracht und sagte den Radio-Hosts deshalb ganz klar ihre Meinung und machte deutlich, dass sie von diesen Stereotypen nichts hält und dass viele Männer noch lernen müssten, Frauen als gleichberechtigt anzusehen. Auf der Nummer 2 kommen wir zu einer Kameraaufnahme, die zeigt, dass man es sich lieber zweimal überlegen sollte, schon wo man den Wagen abstellt. In diesem Fall blockiert nämlich ein Falschparker über Stunden die Einfahrt zu einem Einfamilienhaus. Als schließlich der Bewohner des Hauses heimkehrt, versucht er zunächst ganz normal den Fahrer zu finden, was allerdings nicht gelingt, sodass er am Ende zu einer Drahtverbindung muss. Mit einem Abschleppseil zieht er das fremde Auto nämlich einfach auf die Straße und macht Platz für sich selbst und verpasst dem Falschparker damit eine kreative Strafe. Da das Auto des Falschparkers nun nämlich die Straße fast komplett blockierte, trat schon wenig später die Polizei ein und verpasste dem Falschparker eine Strafe. Auf Alter, mega geil! Moment, bei dem sich eine Passantin mit einem YouTuber angelegt hat. Und zwar dem Amerikaner Danny Duncan, der mit über 4 Millionen Abonnenten einer der beliebtesten Vlogger der USA ist. Durch seinen Erfolg kaufte der Vlogger sich vor einiger Zeit ein Büro in Florida, an dessen Hauswand er eine Ladestation für seinen Tesla installierte. Im Juni dieses Jahres dachte jedoch eine fremde Frau, dass dies eine kostenlose Ladestation für jedermann sei.
Als sie sich dann beim Laden ihres Teslas darüber beschwerte, dass sie gefilmt wurde, begann sie damit, Danny Duncan zu beleidigen und drohte ihm sogar. Dieser wies sie darauf hin, dass dies eine private Ladestation war, was die Frau nur noch mehr auf die Palme brachte. Sie holte ihren Freund, um Duncan und dessen Freunde und Mitarbeiter einzuschüchtern, ihnen weiter zu drohen und sie übel zu nötigen. Tatsächlich wusste Duncan die Situation aber zu nutzen. Er veröffentlichte die Überwachungskameraaufnahmen in einem Vlog und stellte somit die feindselige Frau bloß. Seine Community machte der Frau über Social Media daraufhin die Hölle heiß und sogar Bekannte von ihr sprachen sie auf den Vorfall an, sodass sie einen Monat später von selbst eine Verabredung mit dem YouTuber ausmachte, um ihm ein Entschuldigungsgeschenk zu machen und die Sache zu bereinigen. Und das war... Gut, weißt du aber nicht, ich meine, wenn die einen schlechten Tag hatte und dann sich ein bisschen verarscht vorkommt, ist klar, ich meine, dann kannst du mal überreagieren, ich meine, sie hat ihn ja nicht geschlagen oder so. Auch schon mit unserem Video und okay, das war Momenten, sie schon. In dem sich jemand mit dem Falschen angelegt hat. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, welchen Moment ihr am krassesten fandet. Ansonsten liked dieses Video. Auf jeden Fall den letzten. Also nein, war ziemlich interessant alle. Interessant wäre es auch, falls ihr noch Bock habt und noch nicht abonniert habt, dass ihr gerne abonniert und auch gerne neue Videos da lässt. Auf dem Zweitkanal ist by the way auch ein cooles Michael Schumacher Karrierevideo online gekommen. Schaut doch gerne vorbei und ja, sonst war es das eigentlich schon für heute. Schaut auch gerne auf TikTok und Instagram vorbei. Da kommen jeden Tag coole neue Videos auf TikTok vor allem. Und, ja, wie gesagt, Freitag kommt ein Prediction-Video. Morgen wird FIFA kommen, Manager-Mode. Wir werden ein cooles Team nehmen. Also ich habe nicht mehr das ursprüngliche Team genommen. Aber seht euch gern, macht euch morgen gerne selbst ein Bild davon. Abonniert gerne den Channel, schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei und aktiviert gerne die Glocke. Auf dem Zweitkanal, wie gesagt, ist schon um 12 Uhr ein Video angekommen. Schaut auch gerne vorbei. Bis dahin und ciao.